Hallo und herzlich willkommen zu Lionheart. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Hallo zusammen, es geht wieder weiter. Ich bin gespannt, ob unsere Zombies vom Polizeirevier wieder alle da sind oder nicht. Aber erstmal müssen wir unseren Gast hier mal kurz umhauen. Na komm, mach kaputt. Ja, traust du dich jetzt? Jetzt traust du dich nicht, ne? Ha, ich lass dich nicht mal an. Ja, nun? Jetzt stehst du da doof rum. Gut. Ja, auch interessant, ne? Bewegt sich gerade nicht. Jetzt! Jetzt hat sich's kapiert. Aua! Jetzt hau ich dir aber die Arme weg. Oder auch nicht? Sag mal! Naja, gut, dann verlierst du halt den Kopf. Gut. Warten wir erstmal, bis ein neuer Tag da ist. Und dann gehen wir zur Polizeistation zurück. Es gibt stürmisches Unwetter hier. Ich weiß mal so freien Weg zu stellen. Das ist echt, das ist Schnee. Es schneit. Oh. Tag 10. Sommer. Wow. Oh, oh, krass, wie das aussieht. Ich werde mal schnell was herstellen. Spät? 6 Uhr morgens? Okay. Cool. Hohoho. Ja, ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir langsam mal so eine richtig eigene Hütte bauen. Aber wir wollen erstmal noch testen, wie das mit den ganzen Fragen hier funktioniert. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Was? Ja, hier haben wir Meister der Waffen. Ja, toll. Sieht es so aus, oder ist das wirklich vollgeschneit? Das ist wirklich vollgeschneit, ne? Aber hier waren noch 1000 Sachen drin. Aber es ist gut, dass solange wir nicht fahren, passiert auch nichts. Ich finde es gut, dass da jetzt auch selbst die Haltbarkeit die ganze Zeit bleibt. Obwohl er da nur steht. Ne? Lass uns mal einfach mal hinten rein. Echt cool mit dem Schnee. Ja, dann sollten wir mal demnächst mal irgendwann das hier fertig bauen. Irgendwie. Und wir haben auch immer noch die Möglichkeit, falls wir überrannt werden sollten, man kann sich ja noch aufs Dach begeben, nur man kann leider nicht bauen. Können. Aber krass, man sieht ja gar nichts. Cool. Schön gemacht. Nicht schlecht. Ich werde das mal. Das war jetzt nicht so die feine englische. Oh, das hatten wir doch schon mal gehabt. Befreien. Na, also er hat es geschafft. Gott sei Dank. Gehen wir mal einmal eine Stunde pennen. Ein Glück, das hat er jetzt überlebt. Bei so, wenn es hell geworden ist, wieder zur Polizeistation, aber ich glaube, bei dem Wetter lieber noch nicht, weil man hört auch nicht so viel. Gut, ich mache erstmal hier weiter und schalte gleich wieder zu. Ich bin gerade in unserem Standardhaus hier unterwegs gewesen und sehe gerade, hier steht noch ein Safe, den haben wir gar nicht gesehen. Ja, das geht ja aber nicht. Ah. Toll, genau das, was wir schon haben. Okay, Moment mal, wäre das alles wieder resettet nach einer Zeit? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier eigentlich genommen haben.
Das will ich jetzt wissen. Ja, okay, interessant. Kann man jetzt wirklich einfach nach einer Zeit die Gebäude wieder durchsuchen? Meister der Waffen Band 2. Ah, jetzt wird es aber interessant. Das ist aber sehr, sehr interessant. So. Das war das hier. Also es könnte natürlich wirklich sein, dass man die jetzt vergessen hat. Könnte sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, hier wurde alles genommen. Also wenn jetzt hier auch noch irgendwas drin ist, ne? Na? War das echt nur ein dober Zufall jetzt? Ich glaube nicht. Gurke, Mais und Ei. Oh, mal sehen. Vielleicht können wir das mal in Dings reinschmeißen. Kochtopf. Ha. Interessant. Also es lohnt sich dann wohl öfters mal einfach mal nachzugucken oder was? So nach einer gewissen Zeit. Ha, ja. Schon wieder essen. Cool. Ha. Sehr, sehr interessant. Ja, dann sind wir ja hier richtig safe, weil wir haben ja so ein kleines Dorf hier, so eine kleine Stadt oder was auch immer das sein soll. Es war jetzt nicht viel hier in dem Haus, aber immerhin zwischendurch kriegt man halt was. Cool. Aber Schneetreiben in Alaska hört auch nicht auf hier. Übrigens rausgefunden, wie man wieder über die Mauer klettern kann. Muss einfach nur da, wo die zwei Dinger sind. Aber theoretisch sollten die Zombies das nicht hinkriegen. Aber wie gesagt, nur theoretisch. So, erstmal laden die Geschichte hier. Und dich am besten auch. Ach, du hast noch 7 Schuss? Okay. So, wie wir wissen, waren wir hier auch. Also, wenn jetzt hier auch wieder was ist, ne? Na, so. Aber wenn es. Also, hier waren mal irgendwie Klamotten. Die haben wir nicht mitgenommen, das weiß ich. Ja. Okay, die sind noch da. Theoretisch dürfte außer den Klamotten und irgendeine Werkzeugkiste oder so, dürfte eigentlich nichts mehr hier sein. Bin ich auch mal gespannt, ob das jetzt so oder so ist. Ja. Das ist verwirrend, weißt du, wenn du da noch keine richtige Antwort auf die ganze Geschichte hier hast. Spawnt das oder spawnt das nicht? Das ist die Hauptfrage. Ah, dann muss ich das wohl wirklich einfach nur da im ersten Haus vergessen haben oder so. Ja, scheint wohl so. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Oder es spawnt nur da, weil wir da halt sind. Das wäre natürlich auch noch möglich. Weil wir dieses Haus so gesehen zu unserer Basis gemacht haben. Auch wenn wir da drin nichts machen können. Wäre tatsächlich noch möglich. Ja, guck mal, hier ist nichts. Nee. Also einmal durchsucht ist und doch fertig. Könnte wirklich noch immer noch sein, dass das Haus, wo wir drin sind, dass das ab und zu mal sich wieder, ja, dass das was bekommt. Gut. Wissen wir das auch schon mal. So, wir gehen jetzt auf die Jagd und versuchen mal in aller Ruhe irgendwo ein Tier zu finden. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Na, hast du zu? Also, wenn wir mal gucken. Wir sind hier. Links und rechts ist eigentlich nur überall Pampa. Da ist auch noch ein Held, wollte ich schon sagen, ein Händler ist da. Also irgendwo müsste es ja theoretisch mal hier irgendwie ein Reh oder weiß ich nicht was geben. Und da der Wald ja vor der Tür steht, wäre das ja auch denkbar eigentlich, ne? Aber jetzt haben wir das Problem, wenn man den Karren hinterher schleift, dann dauert es irgendwie ein bisschen länger. Gut, suchen wir erstmal. Da ist was Wildes.
Ja. Übrigens anhalten, Luft anhalten mit Shift. Also Shift gedrückt halten. Ha, sehr gut. So, wo liegt er jetzt? Da. Sammlung. Klingenwerkzeug erforderlich. Dann brauchen wir Steinmesser. Stock und Stein. Ja, guck mal, liegt da beides gleich hier? Nee, da. Hä? Moment. Hier ist ein Stock. Hier ist ein Stein. So, machen wir mal Steinmesser. Gut, das tauschen wir mal einfach mal jetzt gegen den Hammer aus oder so. Okay, da haben wir ein bisschen mehr Platz weg. Ist in Ordnung. Ach, oh, Moment mal. Das können wir gleich mal testen. Brauchen wir das nur im Inventar? Nein, wir müssen es tatsächlich ausgerüstet haben. Wunderschön. So, und jetzt. Na gut, so sieht man das nicht. Das ist in Ordnung. Ja, hat er gleich alles mitgenommen. Plus Haut. Sehr schön. Oh, wir sind gleich tot. Oh oh. Oh oh. Das war jetzt wegen der Infektion. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Dann müssten wir jetzt den letzten Speicherstand am besten laden. Ha! Mist. Und jetzt haben wir gerade so ein schönes Tierchen hier. Obwohl, wir haben ja hier gespeichert. Also wir sind ja, ich meine, wir haben hier einen Spawnpunkt. Also, wo sind wir? Da. So, theoretisch, wenn wir jetzt auf dem Weg sind, zurückgehen. Tag 10, du bist gestorben. Anzahl der getöteten Zombies 82. So, Wiederauferstehung. Da wir zum Glück die ganzen Fähigkeiten behalten. Ja, sehr schön. Es hat funktioniert. Na, wieso hechelst du denn jetzt so? So, irgendwo da vorne müssten wir gleich liegen. Ja, hoffentlich finden wir uns jetzt auch wieder. Das wird auch nicht auf der Karte markiert, ne? Nee. Ja, jetzt wird's interessant. Wo liegen wir denn? Eigentlich müsste noch hier irgendwie RIP oder sowas stehen oder. Ne? Aber naja, gut. So, zack. Alles wieder ausgerüstet. Passt. Passt alles. So. Machete dahin. So, das Messerchen haben wir erstmal wieder dahin. Hier haben wir. Welche Pistole bist du? Du bist die. Alles klar. Hammer. Sehr gut, wir haben jetzt schon mal Fleisch. Das hält ein bisschen. Jetzt wäre natürlich vom Vorteil, dieses Räucherding zu haben. Aber. Naja, man kann ja nicht alles haben. Und das Schöne war. Es war einfach jetzt hier in den Wäldern gewesen. Also es war. Da, da ist der nächste. Komm, den kriegen wir auch noch. Schleichen wir uns erstmal ein bisschen an. Und dann reicht das auf jeden Fall, dann sollten wir genug Fleisch haben. Jetzt gut, jetzt haben wir sowieso gerade kein Problem, weil wir ja gestorben sind. Jetzt ist ja alles wieder. Oh, er kommt näher. Wo bist du denn? Ne, jetzt ist er weg. Da. So, Atem anhalten. Alles klar. Ah, drei Schüsse hatten wohl eigentlich ausgereicht. Wir gehen lieber auf Nummer sicher, nicht, dass er abhaut. Wow! Wo kommst du denn her? Oh, ein Wolf auch noch. Schön. Ah, nachladen geht nicht mehr. Cool, also dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Beute. Finde ich gut. Ach ja. Also immer ein Messerchen oder sowas dabei haben, dann kann man halt jagen. Ja. Dann kann man halt die Beute nehmen. Oh. Oh, kriegen wir das noch mit? Wolfsfleisch, oh, dass das auch nicht lagern kann, ne? Also stapeln kann. Ha! Naja, nehmen wir mit, was geht.
Ich habe ja gesehen, es gibt ja was, so eine Räucherstange und sowas, aber die können wir leider noch nicht bauen. Echt schade. Ja, und jetzt liegt hier noch 5 Fleisch rum. Naja, gut. Die werden ja immer wiederkommen, theoretisch. Laufen wir mal schnell zur Basis. Wo sind wir? Da. Aber cool, kam sogar noch ein Wolf dazu. Schön, schön. Und dann wollen wir gleich mal Zombies jagen in der Polizeistation. Mal sehen, ob jetzt wirklich wieder alle da sind. Oder nur einige. Ah, hier ist übrigens der Karren, den habe ich ja stehen lassen. Fängt das schon wieder an zu schneien? Irgendwie sieht es komisch aus hier. Wie spät haben wir das? Aha. Doch, das wird schneeartig hier, ne? Und das Problem ist, es wird auch dunkel. Im Dunkeln will ich da lieber nicht hin. Ist nicht so schön. Aber man könnte es natürlich besser machen. Ja, Moment mal, alle 7 Tage, ne? Also ist auch bald wieder so weit, dass die nächste Welle kommt. Das ist gut übrigens. Da freue ich mich schon drauf. Eisen, jetzt haben wir nichts mehr. Ah, Silber erst noch ein bisschen. Das können wir bei Bedarf auch nochmal abbauen. Gut, da kommt das. Wildfleisch. So, das Messerchen tun wir mal dahin. So, theoretisch. Moment mal. Ist doch alles weg. Ich habe das doch weggemacht. Oder auch nicht. Habe ich wohl doch vergessen. Oh oh. Ja, gut, dann laden wir das Ganze nochmal. Suchen uns nochmal einen älteren Speicherstand. Weil das muss ja dann doch nicht sein. So ein Mist. Gut. Also, wir sind wieder da. Allerdings sind wir noch hier morgens aktiv, wo es noch geschneit hatte. Auch okay. Ist okay. Kann ich mitleben. Das war nämlich noch das, wo ich noch einsortiert hatte und der ganze Kram. Ja, 7 und 8 morgens, ja. Gut, ist ein bisschen zurückgezogen, das Ganze. Jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Jagd, komme dann mit der Beute wieder. So, wir haben jetzt. Ach, wir haben jetzt. Erst haben wir Schnee, jetzt haben wir Regen, toll. Ja, einen Trinken können wir erstmal noch, dann tun wir gleich das dreckige Wasser rein. Hier haben wir jetzt nur zwei Würfel gab es diesmal. Auch schön, dass man das Dosengeräusch hört, ne? Es ist ja nicht schlecht. Tja. So, Wasser ist voll, klar. So, hier einmal nehmen. So, schmutziges Wasser. Man müsste eigentlich einen Unterstand haben. Ich habe auch sowieso vor, demnächst nochmal eine andere Basis hier irgendwie zu bauen. Es ist zwar ganz nett, dass man hier geschützt ist, aber das werden wir doch mal in die Natur ein bisschen verlagern. Vielleicht noch hier in der Nähe, ich weiß es nicht, aber erstmal ist auch wichtig, dass wir die Polizeistation einmal abklappern. Da ist keiner da, er ist tot, das weiß ich, aber. Okay, naja, sagen wir einfach nichts. So, tun wir mal das Fleisch hier rein. Na. So, das Steinmesser können wir gleich dazulegen. Das ist ja nur dafür gedacht. So, Gurke, die können wir ja so konsumieren. Ja, die können wir theoretisch nochmal wegkochen gleich. Wäre schön gewesen, wenn das Lagerfeuer, wenn man es hier hätte machen können, aber nein, das war ja kein fester Boden. Aus irgendwelchen mysteriösen Gründen. So, zerlegen wir das auch nochmal hier. Ah ja, nochmal aus Sicherheitsgründen gucken, ob wirklich jetzt alles so ist, wie es sein soll. Information, Technologie, Fähigkeiten, ja. Ja, Metalldings, das muss erstmal auf Stufe 1. Dann wird es erst richtig einfach für uns. Aber das ist schwierig, also hoffen wir mal, dass irgendwo in den nächsten
Gebäuden ein Buch davon ist. Gut, solange es regnet, können wir nichts machen. Also gehen wir auf Erkundungstour. Das Gute ist, so viel haben wir ja auch nicht mehr vor uns. So, voll im Kopf, aber interessiert nicht. Oh Mann, voll vorbei. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Also, ich weiß auf jeden Fall, das da haben wir noch. Das da vorne hatten wir noch nicht. Und das hier hatten wir nicht. Also, gehen wir hier mal gucken. Da steht da einer drinne. Gut, man schießt halt den Arm weg, das ist auch okay. Kann man machen. Oh, wo kommst du denn her? Das war die Schwester, die war nicht ganz einverstanden damit. Wo kommst du denn jetzt her? Das war der Nachbar. Man sollte einmal die Machete nehmen. Ja, man wird erstmal verprügelt. Hallo. Nimm die Machete. Danke. So, wegmetzeln. Alter, dass er einfach nicht mal schnell die Waffe wechseln kann, ne? Puh. Naja, ist jetzt wirklich nichts passiert jetzt? Moment, hat er eigentlich der Regen jetzt aufgehört? Nein, noch nicht ganz. Gut. Dann wollen wir mal erkundungsfreudig sein. Was gibt es denn Schönes? Jawohl! Sehr gut. Gleich. Moment, was war da? Oh, Stoff. Jawohl, ja, hier sind wir richtig. Oh, wow. Das Gute ist, die Dosen halten ja noch eine gewisse Zeit. Das ist das Gute. Mann, hier werden wir ja reich belohnt gerade. Schön. Ah, der wollte nicht. Ah, der will auch nicht. Und Kühlschrank, komm, der, da ist was drin. Natürlich Erdbeere und noch ein Brot. Das Brot macht durstig. Theoretisch, wenn man es auf dem Feuer tut, gebraten. Also hier, gebacken eher gesagt. Erdbeeren und Wasser vielleicht, so dass man irgendwie einen Erdbeerdrink oder so kriegen könnte. Das könnte man auch mal testen. So, hier noch einmal. Jawohl, ja, hier geht es aber rund gerade. Schönes Ding. So, Regen ist vorbei. Perfekt. Dann gehen wir erstmal kochen. Stöckchen. Nehmen wir lieber noch einen zweiten mit. Man weiß ja nicht, wie lange es dauert. Also kochen. Nee, geht noch nicht. Erstmal. Ach komm, wir machen direkt beide einfach rein. Passt. So, kochen. Sehr schön, gegrilltes Fleisch. Kann man stapeln? Natürlich nicht! Selbstverständlich kann man nicht stapeln. Was denkt man sich denn dabei? Ja, komm auf den Boden damit. Wasser mitnehmen. Also ich würde sagen halt, Brot, Mais, ein Ei. Und dann würde ich sagen, saubes Wasser nehmen wir mal zwei rein und dann eine Erdbeere. So, das gegrillte Fleisch konsumieren. Oh ja.
gegrilltes Fleisch. Der eine ist verbrannt, also der sollte nicht sein. Gekochtes Ei. Und was haben wir hier? Eine Fruchtsuppe haben wir kreiert. Schön. Ist okay. Wir können übrigens auch mit zweimal Wasser und, glaube ich, jetzt Kaffeebohne. Müsste theoretisch ja auch, ja, Kaffee, eine Tasse Kaffee müsste man eigentlich kreieren können. Ah, es gibt nur Proteine, das Fleisch. Da ja, echt, was haben wir bekommen? Zeig mal. Ah, sehr schön. So, trinken haben wir auch. So, dann können wir einmal schnell den dreckig machen. Ja, den machen wir auch nochmal dreckig hier. Oh, schon vorbei. Naja, ist okay. Dann benutzen wir das hier zum Waschen. So. Kohlenhydrate. Da gibt es 25 von. Ja, schmeckt am besten warm. Dosenfleisch mit Gemüse. Also theoretisch einmal nochmal aufwärmen. Aber wir sollten nochmal gleich die Knarre erstmal weglegen, sehe ich gerade. Und ein bisschen Hautfleisch auch noch. Kohlenhydrate. Körperliche Stärke gibt der. Wo war er denn jetzt, der da? Ja, nehmen wir den jetzt einfach schnell. Passt. Wo ist das Essen? Wo war das hier? Ganz hinten, glaube ich, ne? Ja. Einfach erstmal reintun, ist egal. So. Ah, wir haben schon einiges gesammelt. Finde ich gut. Ja, waffenmäßig, ja. Toll. Die muss dann wohl erstmal in so eine Kiste rein. Das müssen wir nochmal alles irgendwie anders regeln. Hier, tun wir erstmal da rein. Die Haut am besten auch. So, das lassen wir erstmal wie es ist hier. Gut, gehen wir nochmal ein bisschen auf Suche. Büchlein, das wäre ja echt gut. Metalldingens, erstes Band. Ganz einfach. Nichts Weltbewegendes, theoretisch. So, was haben wir hier drin? Natürlich nichts. Ja, auch nichts. Auch gut. Ah ja. Schon wieder 1000 Werkzeugkisten, Batterien, ja, Kabel, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wann wir das alles mal benutzen dürfen. Und wozu und weshalb und... Ja. Gut. Oh. Narbe. Okay. Also theoretisch ist diese Waffe stärker. So, mal theoretisch als diese hier. Wenn wir jetzt mal entnehmen und Modifikation. Nehmen wir auch mal alles raus. Das will ich jetzt mal wirklich testen. So. Modifikation bei... Oh, ein weniger. Das geht. Das geht. Auch. Was war jetzt der Unterschied hier? Ein Schaft geht da noch ran. Naja. Oh, das passt aber besser drauf, glaube ich. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Schade, es kann sein können, dass sie sich auch noch unterschiedlich... also, zwar heißt sie M4, aber trotzdem hätte die anders sein können. Aber dem war jetzt nicht so.
Aha. Es wird interessant. Eisenklumpen, okay. Elektrotechnik Band 1, das ist auch schon mal gut. Brauchen können wir es auf jeden Fall, aber das ist das falsche Buch. Für jetzt gerade. Aber trotzdem nicht verkehrt. Schön, dass wir es haben. Ich meine, erlernen kann man das ja schon mal. Ja! Ja, da ist es. Ja, sehr gut. Gleich wird's lustig. Gleich können wir dann mal in Ruhe lernen und dann geht die Reise hier gleich los. Oh, schönes Ding. Ha. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das hat sich richtig gelohnt, das Haus hier. Und wir sind noch nicht mal fertig. Oh, Alkohol schon wieder. Das wird bestimmt hier immer noch für die Medizin sein. Gehe ich mal von aus. So, hier wird es Klamotten geben. Oder auch nichts. Nichts ist auch gut. Oh, eine Baumwollhose. Und Lederschuhe. Was ist das? Dietrichchen. Einfach so die rumlagen. Okay. Da wird eine Knarre drin sein. Nee, gar nichts. Okay. Und hier? Ein T-Shirt. Ich meine, wir haben. Oh, einfache Teile. Wo lagen die denn jetzt rum? Oh, man sollte vielleicht auch schon mal auf den Boden achten. Oder lagen die da oben rum vielleicht? Naja. Das hat 15, 5 und 12. 15, 5 und 12, dasselbe. Aber oh, man merkt langsam, die Haltbarkeit geht weg. Aber wir haben auch sehr viele Nähsets. Also könnte es auch mal sein, dass wir nähen können. Oh, es wird dunkel. Ja, gut, pass auf. Wir wissen, was wir noch oben machen müssen. Das ist gut. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Im Dunkeln. Und dann werden wir erstmal in aller Ruhe die Bücher lernen. Und dann wird der Schmelzofen gebaut. Dann gibt es Eisenbahnen. Ja, und weiter weiß ich nicht. Also ich weiß ja nur, dass man über den Schmelzofen, also beziehungsweise wenn man Metall 1 hat, dann kann man Ziegel machen. Und die Ziegel braucht man für den Schmelzofen. Ja, dann sehen wir mal, wie der Schmelzofen dann funktioniert. Gut, dann lernen wir erstmal. So, Metall 1 haben wir jetzt. Technologie. Da brauchen wir Lehm. Lehm ist ja kein Problem. So, einmal Lehm. Ach, so. Büchlein. Lernen. Wunderbar. So, jetzt müssen wir hier die Ziegel herstellen. Dafür brauchen wir 1003 Steine. Das ist auch kein Problem. Irgendwo werden wir. Machen wir mal kurz mal Licht an. Da sind sie. Haben wir zum Glück nicht eingelagert. Schneit das schon wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier schön. Also hier gibt es öfters mal Schnee. Finde ich gut. So, dann wollen wir erstmal Ziegel herstellen. Ich glaube, es wäre auch vom Vorteil, von dem Ding ein zweites zu haben. Theoretisch. Aber, naja, ach, was soll's. Gut, ich werde erstmal jetzt noch weiter Bücher lernen und die Motivation erstmal wieder hochschrauben. Und in der Zeit werden wir erstmal 15 Ziegel herstellen und dann, wenn es gleich mit dem Schmelzofen losgeht, dann geht's, ja, geht's weiter. So, wir haben jetzt Elektrotechnik Stufe 1, Metall, Medizin Stufe 1, Kochen ist kurz vor Stufe 2, auch okay. Sollen wir mal gucken? So, ich gehe mal kurz ins Haus, dass der mit dem Hund, das stört ja ein bisschen. So, hier ist es dann doch etwas ruhiger und dunkler auch noch. Gucken wir mal nach, was wir damit jetzt lernen können. Ingenieurwesen und Medizin Stufe 1, also brauchen wir Stoff. Haben wir jetzt nicht, aber holen wir gleich. Glas. Okay, das dauert nur noch. Wo auch immer man Glas herbekommt. Da! Das wird dauern. Das wird dauern, ja. Ja, auf jeden Fall können wir einen pharmazeutischen Tisch machen und dann gibt es hier Magentabletten und Salbe auf jeden Fall. Lernkosten Kräuter. Wir haben keine Kräuter gesammelt, also Kräuter sammeln gleich. Okay. Wissen wir das schon mal? Und hier. Ingenieurwesen und Kochen. Fehlt nur Baumstamm.
Moment, die Ingenieurwesen haben wir doch, ne? Warum habe ich die nicht vorher gebaut? Gut, wissen wir das auch. Baumstämme. Brauchen wir gleich. Maschinenbau. Das haben wir noch nicht, ne? Ne, das fehlt noch. Und ja, Waffenherstellung. Okay, schade. Aber immerhin. Also hier kommt die ganze Elektrogeschichte dann. Da, Solarstromanlage und so weiter. Ja, 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 da wird's. Und da braucht man die ganzen Zeichnungen nachher. Ja, und ganz da unten. Ganz am Ende der Welt. Dann kannst du Patronen herstellen. Ja, ja. Oh, guck mal, wir haben eine Feuerwehraxt. Die ist ganz da unten erst herzustellen. Uhu. Gut, wissen wir das auch. Also, wir brauchen jetzt Stoff. Baumstamm. Ja. Gut. Verändern wir das mal. Rüberklettern. Oder auch nicht. Wahnsinn. Kann er da nicht einfach mal rüberklettern? Es ist ein Unwetter hier. So. 1, 2, 3. Und Stoff. Gut, erlernen wir jetzt. Ah ja, der muss auch nochmal gleich. Erlernen wir also den hier. So, dann gleich Kräuter sammeln. Kein Problem. Ja, da muss man dann nochmal Schneiderei extra studiert haben und Ingenieurwesen Stufe 2. Tja. Aber der hier. Komm, Stufe 1. Ingenieurwesen brauchen schon 3. Ist doch auf 1. Ach, wir haben nur 2 dabei. Oh. Gib mal einen Büchlein ab hier. So, ist ja auch egal. Passt. Mit. Oh, was immer sonst ein Theater macht. So, jetzt aber. Sehr schön. Den wollen wir auch gleich mal bauen. Einrichtung. Synthese. Synthese. Räucherständer. Oh, ist ja klein und fein eigentlich. Stellen wir den mal hier hin. Was brauchst du denn dafür? Holzstock und Eisenwaren. Ah, jetzt geht's los. Ja. Die Eisen. Den Eisenwaren kommt er erst gleich. So, stellen wir nochmal Ziegel her. 2 nehme ich mir mal mit. Das waren noch 2, ne? Ja, genau. 2 Stück. Und dann erlernen wir auch schon mal den. Was ist denn da? Der Schmelzofen. Gut, ich werde das mal hier weitermachen und wir sehen uns dann, wenn die 15 Ziegel irgendwann erreicht sind und der Schmelzofen soweit steht. So, neues Projekt. Neue Base. Die machen wir auch gleich hier mit mir hin. Außenbereich. So, ich will. Das ist das Tor von. Ja, von außen. Passt. So, wenn man dann angefahren kommt, kann man direkt rein. Und am besten irgendwo da hinten. Ist das wirklich richtig? Die richtige Richtung? Nee. Das sieht mir nach der falschen Richtung aus. Das wäre doch innen. Und das wäre außen. Ja, dann ist falsch. So, nochmal. Also drehen. So. Versuchen wir es mal so auf Mittelstreifen hin. So, passt. Und dann. Ja, ich weiß nicht wie weit. Du kannst ein bisschen übertreiben erstmal. So, das wäre in. Passt. Machen wir. Oh. Wie geht er runter? Shift, ne? Nee. Huch. Tor. Da. Okay, vielleicht darf man auch nicht allzu weit weg. Oh, schicken gehen. Oh, geht doch noch. Ich weiß nicht, was er gerade für ein Problem hat. So, aber diese Entfernung. Also. Wenn man das jetzt noch links und rechts alles ein bisschen ausbreitet,
dann könnte das eine richtig nette, gemütliche, große Basis eigentlich für uns werden. Wo wir dann alles Mögliche lagern könnten. So, ich würde sagen, wir gehen jeweils zwei rüber. Das mit dem Einrasten, das müsste noch alles viel schöner sein. So. Genau, na? Also willst du das so? Du willst aber auch das ganz komisch haben. Ich hätte gerne ein bisschen gerader alles hier, aber. So, und dann dasselbe auf der Seite. So, dann haben wir einen großen Platz, mehr oder weniger. Und dann suchen wir uns einen Punkt. Zum Beispiel jetzt hier irgendwie hier links, den wir offen lassen. Und den offen gelassenen Punkt, da ba bauen wir dann die ganzen Fallen hin. Dass unsere Herrschaften dann, ne, versuchen wollen reinzukommen. Na, jetzt meckert er rum. Jetzt muss erstmal das da weg. Gut, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Steinspitzhacke. Ich weiß gar nicht, wo ich die gelassen habe. Naja, Planke, natürlich. Das muss ja auch alles wieder sein. Das Gute ist, wir haben ja. Ach ja, E habe ich gedrückt. Das Gute ist, wir haben ja noch unsere anderen Sachen da stehen. Die können wir dann theoretisch entfernen. Dann kriegt man ja auch die Sachen wieder. Ah, guck mal, und jetzt sind wir auch ein bisschen weiter weg schon, spawnt wie ein Zombie. Eigentlich ja schon ganz cool das Ganze, aber. Oh. Man hat die Tür aufgelassen. Das sollte man natürlich nicht tun. Theoretisch, wenn ich jetzt ins Auto steige, ne? Dann müsste ich ja so viel Krach machen. Dass er jetzt hierher kommen will. Ich würde das dadurch gerne mal einmal sehen. Na, tut sich nichts, ne? Nee, ist noch nicht. Oder er ist einer von den ganz langsamen. Das kann natürlich auch sein. Doch, ich glaube, er will kommen. Doch, doch. Ja, er kann nur nicht so schnell. Gut, bauen wir weiter die Ziegel. Ah, jetzt finde ich Steine wieder. Interessant, irgendwie muss ich nur die Steine drin haben und er macht das schon, obwohl. Ach nee! Nee, nee, er benutzt. Ja, jetzt verstehe ich. So, er kommt. Weil dann kann man auch alles wieder hier mehr oder weniger abbauen. Und dann halt neu bauen. Das dauert nur ein Momentchen, aber. Ich meine, erst in 3 Tagen kommt die nächste Welle. Ja, komm. Und so ungefähr möchte ich dann auch den Blick wieder dann haben, dass man dann genau sehen kann, wenn sie reinkommen. Oder irgendwie von der Seite gucken kann. Weiß was ich da, wenn wir uns das noch irgendwie einfallen lassen. So, kommt er jetzt mal oder. Ah, toll, jetzt kommen wir da hinten an. Also ein zum Baumstamm hat ihn total weggehauen. Cool. Das ist gut. Also wenn die Welle kommt, dann werden sich ja richtig freuen drüber. Das ist wirklich schön, ja. Das ist gut. So. Wieder hinstellen. Cool. Ja, dann werden wir erstmal jetzt hier ein bisschen bauen. Erstmal ein bisschen wegfallen. Ach ja, Steinspitzhacke. Wo. Wo haben wir die denn gelassen? Sag nicht, ich war so frei und hab die wieder hier vorne reingetan oder sowas in der Art. Nee. Oder ist sie hier drinne? Nee. Oder war sie kaputt? Kann auch sein, dass sie kaputt war. Ja, genau, falsche Taste. Gut, ich mache erstmal und dann sehen wir gleich das Ergebnis. Also, es sind schon mal ein paar Pläne jetzt hier. Sieht an für sich ja schon mal nicht schlecht aus. Also hier wird irgendwie so eine Art Behausung hinkommen, habe ich mir gedacht.
Mal sehen, wie das nachher aussieht und wird und so weiter. So dachte ich auch so ein bisschen höher bauen, das Ganze. Wird groß. Das wird wirklich groß hier. So, ich glaube, ich komme auch nicht drum herum, das hier mal wegzuholzen. Sonst kann man hier nicht weiterbauen. Naja, weiter geht's. Ich habe gerade überlegt, man könnte ja das, was hier steht, einfach ausnutzen. Schon. Und einfach daran bauen. Das war jetzt ein bisschen länger. Obwohl, nee, das klappt ja auch nicht. Nee, 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 weil ich komme dann gar nicht mehr daran, die ganzen Baumstämme zu holen. Die müssen ja irgendwie vorne stehen. Ach. Aber wir nehmen erstmal die Breite hier. So, und dann wieder so zurück. Und dann kann der sich wieder verabschieden. So, das wird dann theoretisch der Eingang hier werden. Oh oh, ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe auch gerade, unser Typ hat ein Problem. Der hat Durst und körperliche Stärke. Okay, dann machen wir erstmal eine kleine Rast hier. Ich war noch so frei und habe ein paar Kräuter gesammelt. Die können wir direkt mal hier Medizin lernen. Und Magentabletten. Das heißt, wir müssen auch den Tisch bauen, aber das erst in der neuen Basis. Da Medizinstufe 2 erst. Aber, oh, dafür brauchen wir Alkohol für diesen ersten Dings da. Gut. Ah ja, und genau, das war ja mit Glas. Ja, richtig. So, also der Schmelzofen, den können wir auch schon theoretisch bauen. Wäre kein Problem. Ah, wir müssen mal einmal die ganzen Klumpen im Inventar haben, dann können wir die auch einmal lernen, aber das machen wir auch später. Ja. Erstmal Basis bauen. Und auch schön, ne, dass man jetzt doch nicht mehr dazu kommt, zur Polizeistation zu laufen. Sehr interessant, ja. War ja eigentlich der Plan gewesen, aber man ist jetzt wieder voll beschäftigt hier. So, sollen wir im Dunkeln bauen? Ja, doch. Oder wenigstens Holz verlangen. Das wäre auch nicht verkehrt. Also es sieht ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Und wenn die dann hier nachher reinkommen und wir hier die Feingeschichte machen. Ja, gucken wir mal. Man könnte das auch noch sonst in die Gegend hin verlagern oder so an der Mauer ran. Das wäre es auch noch, genau. Von hier an die Mauer ran und dann so ein bisschen nach dahin führen lassen. Obwohl, das wäre auch keine so gute Idee, weil wenn die teilweise eigentlich aus der Stadt kommen, man wird es denen auch schon ein bisschen einfacher machen, ne? Nicht, dass sie dann randalieren. Da hätte ich ja überhaupt nichts, keine Lust drauf, aber. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen Holz verladen. So, wenn hier nachher unsere Bude irgendwie hinkommen soll. Obwohl, das wird vielleicht zu klein sein. Vielleicht baut man das nochmal ja irgendwann um. Das weiß ich noch nicht. Also noch ist es ja nicht fertig. Aber obwohl, man könnte auch schon mal einfach den Bauplan ungefähr dafür machen. Struktur. Ja, am besten wäre ein Fundament. Und wir könnten auch das Ganze aus Stein machen. Das heißt, wir müssen nur sehr viel Stein bräuchten wir. Oder Ziegel und Zement. Ja, aber das wird noch dauern. Aber man könnte leicht alles aus Stein machen, das wäre kein Problem. Machbar wäre das. Mit Fensteröffnung, alles aus Stein. Ah, da musst du dich aber. Da müssen wir dann ganz, ganz viel Stein jetzt wegkloppen. Gute Frage. Naja, machen wir erstmal hier. Okay, der ist schon mal fertig. So, und du brauchst nachher nur noch einfache Teile und sowas. Genau, Planke und einfache Teile kriegen wir auch hin. So.
Da haben wir nochmal Pflanzenfasern, Pflanzenfasern. Gut, bauen wir das erstmal das hier. Pflanzenfasern. Aha. Theoretisch hier müssen wir mal. Nee, dann war es da. Gut. Haben wir einiges vor uns. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und da sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.